Mein ganzes Leben habe ich hier verbracht. Mitten in den Bergen. Jeder Busch ist mir vertraut. Jeder Weg. Die Flüsse, die Taiga und die Berge. Das alles ist mein Zuhause. Das größte Haus der Welt. Ich streife gern durch die Berge, kenne hier jeden Weg. Auch was wo wächst, kann ich gut bestimmen. Durch diese Orientierungspunkte kann ich sogar bei Nebel feststellen, wo ich bin, an welchem Fluss. Und durch die Berge weiß ich, ob ich im Süden, im Norden, im Westen oder Osten bin. Ich habe ein riesiges Haus. Und ich bin hier aufgewachsen. Aber schon mein ganzes Leben lang habe ich diesen Traum. Ich möchte die Welt mit eigenen Augen sehen, wie die Menschen leben. Da ist sie. Französische Frauen sind für mich wie Außerirdische. Ich war noch nie in Paris. Es muss eine wunderschöne Stadt sein. Ich würde gerne den Eiffelturm besteigen, um zu sehen, wie Frankreich ist. Das romantische Frankreich.
Die Mona Lisa im Louvre und die Seine sehen. Das heißt, sie ist ganz klein. Ein kleiner Fluss. Ich habe eine Freundin in Frankreich. Sie könnte mich durch Paris führen. Mir all die versteckten Orte der Stadt zeigen. Vielleicht würde sie das tun. Die Franzosen sind wie wir. Sie mögen gutes Essen. Es heißt, das Essen dort ist ziemlich gut. Die Franzosen essen Shrimps, alle möglichen Schnecken und Austern. Exotische Gerichte. Aber von unseren Lamm- und Hirsch-Spezialitäten haben sie nicht einmal gehört. Wahrscheinlich wissen sie nicht, was Hirschmilch ist. Wer einen großen Becher Hirschmilch getrunken hat, muss den ganzen Tag nichts mehr essen und wird trotzdem nicht hungrig. Das ist Hirschmilch. Sie ist etwas Besonderes. Sie gibt dir Energie. Ich wünschte, ich könnte einen Becher Milch trinken und dann durch Pigalle in Paris spazieren. Frankreich, dort ist es schön. Nur sehr warm. Hat er es geschafft? Wozu? Angeln nehme ich an, hm? Seit fast 20 Jahren mache ich das. Mein Funkgerät ist schon sehr alt. Die einzige Verbindung, die ich zur Welt habe, ist dieses Funkgerät. Hier erfahre ich die neuesten Nachrichten. Sonst habe ich keine Verbindung zum Rest der Welt mehr. Ich brauche kein Schneemobil und auch kein Quad. Aber ein Funkgerät muss sein. Damit ich nicht verwildere und zu einem Schneemenschen werde. Ich lebe fast immer allein, aber ich war in Alaska. Ich habe die Rentierzüchter in Alaska besucht. Ich habe eine Zeit lang in Jakutsk gelebt. Dann in einem Dorf. Aber ich will nicht mehr in einer Stadt leben. Ich will auch nicht in einem Dorf leben. So wie meine Kinder. Ich habe 5 Kinder. Sie leben verteilt in Städten und Dörfern. Aber das ist nichts für mich. Das Nomadenleben ist meine Zuflucht. Ich bin Rentierzüchter. Ein Rentierzüchter in der Taiga. Es ist nicht leicht, ein Rentierzüchter zu sein. Aber es ist vererbbar. Es liegt den Evenen im Blut. Wenn sie schon seit ihrer Kindheit zusammen mit ihren Großmüttern und Großvätern umherwandern, werden sie ziemlich sicher selbst auch Rentierzüchter. Diejenigen, die genau hier als Nomade mit ihrer Familie aufwachsen. Bei manchen sind es Mütter und Väter. Bei mir waren es mein Großvater und meine Großmutter. Wer so aufwächst, der gewöhnt sich an dieses Leben. Was anderes möchte man nicht mehr. Ich bin ein vererbter Rentierzüchter. Und so endet es dann auch.
Und die Menschen, die in die Zivilisation flüchten, schlurfen dann nur noch durch die Dörfer. Die können keine Rentierzüchter sein. Ab und zu ein Rentier zu hüten, das ist keine Rentierhaltung. Die Zivilisation lässt den Geist des freien Lebens absterben. Ein sesshafter Iwene ist kein echter Iwene mehr. Schließlich ist ein Iwene vor allem ein Nomade. Und wenn er sesshaft wird, ist er kein Iwene mehr. Dann ist er nur noch ein halber Mensch. Und er tut mir natürlich leid. Es ist sehr schade, dass er seine Fähigkeiten und seine Gewohnheiten verliert. Das ist wirklich schade. Eine traurige Geschichte. Er wird dann zu einer anderen Person. Ich lebe gerne im Norden. Es gibt hier kaum Krankheiten. Es ist kalt. Man könnte sagen, es ist das Paradies auf Erden. Die Kälte schreckt ab. Sie hält Krankheiten in Schach. Und es gibt keine Eindringlinge aus dem Süden, wie Zecken oder giftige Schlangen. Die Kälte ist absolut wohltuend. Wenn wir die Kälte verlieren, werden wir alles verlieren. Wenn die Kälte verschwindet, ist die Menschheit am Ende. Dann sterben wir aus. Wie die Dinosaurier. Ich würde gerne nach Paris und Rom reisen, um die ewige Stadt auf den sieben Hügeln zu sehen. Das, was vom alten Imperium übrig geblieben ist. Von diesem einst mächtigen Imperium. Zumindest die Trümmer der großen Bauwerke möchte ich sehen. Das Forum und das Kolosseum. Ich möchte die Geschichte sehen. Und natürlich eine Münze im Zentrum von Rom in den Brunnen werfen, damit ich irgendwann zurückkehre. Abends würde ich in die römischen Thermen gehen. Rom hat tolle Thermen. Offenbar sind sie aus Marmor. Ganz Rom hat da gebadet. Ich habe eine Sauna. Hm.
Genauso gut wie in Rom. In einem römischen Bad sitzen und sich das alte Rom vor Augen führen. Die ewige Stadt. Alles hat ein Gedächtnis und ist unsterblich. So wie Rom. In Tibet gibt es einen heiligen Berg, den Kailas. Das ist der wichtigste Berg der Erde, der Mittelpunkt unseres Planeten. Kailas kann einen im Nu um viele Jahre verjüngen oder altern lassen. Schlechte Menschen werden alt und die, die im Einklang mit der Natur leben, beschenkt er damit, dass sie jünger werden. Unsere Schamanen wissen über den Berg Bescheid. Wir hatten hier die mächtigsten Schamanen. Und sie konnten sich in jedes Tier verwandeln, wirklich in jedes Tier. In einen Bären, in eine Ente, in alles. Und manche Schamanen gehören zu der dunklen Seite. Sie sind wie Raubtiere. Oft verwandeln sie sich in einen Wolf und dann hat kein Rentierhirte Ruhe. Der Wolf ist gar nicht gut. Der Wolf ist das Unglück der Rentierzüchter. Dieses Jahr haben die Wölfe mein Pferd gefressen, ein paar Fohlen und ein paar Stuten. Und sie haben die Hälfte meiner Rentiere gerissen. Fast die halbe Herde. Sie fragen nicht, wessen Rentier es ist. Jedes Tier kann gefressen werden. Nicht nur Hirsche, auch Schafe und Elche. Und sie haben auch fast alle Pferde gefressen. Mein Sohn hat auf dem Weg zu mir bemerkt, dass sie den alten, verlassenen Bau wieder in Besitz genommen haben. Da drüben, es ist nicht weit. Wenn ich denke, dass sie dorthin gegangen sind, dann werde ich diesen Weg nehmen. Hier war alles ruhig. Also haben sie ein Auge auf diesen alten Bau geworfen. Die Wölfin dort hat Junge geworfen. Und der Wolf jagt für sie. Um wie viel Uhr? Wann genau? Gegen 10.55 Uhr. Wir müssen bis 11.30 Uhr da sein. Wir sollten jetzt ausrücken. Das heißt, wir müssen um 11.15 Uhr los. Der Polarwolf, der größte Wolf, kann bis zu 80 Kilogramm schwer werden. So schwer wie ein Mensch. Und er sucht sich die Stärksten aus. Die Schwachen beachtet er überhaupt nicht. Den Kranken, den Gebrechlichen, denen will er nicht zu nahe kommen. Hier treiben sich drei Wölfe herum, ein Paar und ein Einzelner. Wie kann man sie die Waldpolizei nennen? Wenn ein Wolf einen gesunden Hirsch reißt, frisst er bloß seine Zunge. Und das war's. Er verschwindet dann wieder und lässt den Hirsch so liegen. Und ein ganzer Kadaver bleibt zurück. Solche gemästeten und gefräßigen Wölfe wollen kein Fleisch mehr fressen. Alles, was sie fressen wollen, ist die Zunge. Diese Feinschmecker. So sind die Wölfe. Nur wegen der Zunge töten sie einen ganzen Hirsch. Hier können sie es sich richtig gut gehen lassen. Im Winter wie im Sommer sind hier Pferde, Hirsche und Elche. Es gibt hier auch jede Menge Elche, die gefressen werden. Aber es sind nicht nur Elche.
Sie scheuen nicht mal die Bären. In der Tundra sind sie wirklich gefährlich. Sie sind weg. Sie haben es geschafft zu entkommen. Und wenn Sie den Rauch nicht anbellen, sterben Sie einfach, richtig? Sogar die Neugeborenen können bellen, oder nicht? Zumindest diese. Los geht's. Wir werden sie nicht mehr finden. Sie haben Angst bekommen und alle Welpen an einen anderen Ort gebracht. Im Herbst wird es sehr viele von ihnen geben. Sie werden erwachsen, sie werden groß sein. Dann wird es hier keinen Frieden für niemanden geben. Der Rauch muss über den Schädel gehen, damit all das Schlechte und Böse mit dem Rauch davonzieht. Der Rauch befreit von dem Bösen. Es ist ein magischer Akt. Das Pferd ist ein heiliges Tier. Nicht nur für Jakuten, sondern auch für Evenen. Ich widme den Schädel meines Fohlens dem Gott, dem Geist des Wassers, damit in Zukunft keine schlimmen Dinge mehr passieren, damit sich die Wölfe von der Herde fernhalten. Die hier hätten eigentlich am hinteren Ende der Schlitten festgebunden werden müssen. Aber gut. Das ist ein ganz ruhiger. Dort werden auch Hunde sein. Das wird sie verängstigen.
Wir sollten den Ruhigen an die Hunde binden. Er weiß es noch nicht. Er denkt, es wird nichts passieren. Niemand wird festgebunden. Aber wo bringen wir die Hunde unter? Die haben wir ja auch noch. Jeden Sommer muss ich umherziehen. Eine endlose Wanderschaft beginnt. Jeden Sommer gibt es nur ein Ziel. Durchhalten, bis der Schnee kommt. Wie viel Zeug wir haben. Wir sind reiche Leute. Richtig reiche Leute. So viele Schlitten. Wenn einer reich ist, ist das schlecht. Ein armer Mann muss nichts tragen. Deshalb pfeift er. Er singt. Und wenn man reich ist, hat man so viel Zeug. Das ist schlecht. Aber wenn man nichts hat... Lenin hat es übrigens richtig gesagt. Der arme Mann pfeift nur und lebt glücklich bis an sein Lebensende. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich mag alles. Es gibt nichts, was ich nicht mag. Glück ist ein Zustand der Seele. Es hängt nicht von deinem Geldbeutel ab. Ich bin das hier gewohnt. Ich finde, mein Land ist das beste Zuhause.
Es ist wunderschön hier. Es könnte gar nicht besser sein. Du kannst auf dem Boden schlafen. Einfach so. Du musst nicht daran denken, dass dich eine Zecke oder eine Viper beißen könnte. Du kannst dich fallen lassen und einschlafen. Dir wird nichts passieren. Und du ruhst dich hervorragend aus. Dein Haus ist die Natur selbst. Dein Zuhause ist überall. Es ist absolute Freiheit. Die kannst du nur fühlen, wenn du allein bist. Wenn du in den Bergen bist. Weit weg von der Zivilisation. Nur ein wirklich seltsamer Mensch sagt, dass er in der Stadt lebt und frei ist. Wie kann er frei von den Umständen in der Stadt sein? Dort gibt es Probleme an jeder Ecke. Und wozu das Ganze? Hier in den Bergen ist das anders. Wir können dem Menschen glauben, der sagt, dass er hier frei ist, in der Taiga. Und wenn er in ein Dorf kommt, ist er nicht mehr frei. Das ist bereits eine Illusion der Freiheit. Der Mensch ist von allem abhängig, sobald er diese Grenze überschritten hat. Und wenn er in den Bergen unterwegs ist, in der Taiga oder an den Flüssen, ist das wirkliche Freiheit. Nur hier ist der Geist der Freiheit zu spüren. Ein echter Rentierzüchter ist ein Mensch, der die Freiheit liebt. Morgen werden wir die Rentiere verarzten. Ja, morgen.
Seht euch die ganzen Junkies an. Salz ist für Hirsche wie eine Droge. Der erste, der erwischt wurde. Es gibt noch einen Weißen, den zweiten, einen dritten und vierten. Meine Güte, warum läuft er herum? Im Sommer bekommen Hirsche die Klauenkrankheit. Das ist eine sehr schlimme Krankheit. Sie verletzen sich an den Beinen und müssen behandelt werden. Je größer die Herde, desto mehr Krankheiten. Das ist wie bei den Menschen. Wo viele Menschen sind, da sind auch Krankheiten. Genauso ist es bei den Hirschen. Wenn es viele Hirsche gibt, gibt es auch viele Krankheiten. Vermutlich ist ein Stein heruntergefallen, als der Hirsch vor den Wölfen floh. Der Stein ist einen Berg hinuntergerollt und der Hirsch hat sich das Bein gebrochen. Das passiert manchmal. Wir müssen ihn behandeln. Es gibt viele Steine in den Bergen. Aber ich habe nicht viele Rentiere. Weiße Strände. Die gibt es in Australien bis zum Horizont. Und dann der Ozean. Dort würde ich gerne schwimmen gehen. Einmal im Ozean schwimmen. Lange im Wasser bleiben. Und das war's. Ich glaube nicht, dass ich lange Sonnenbaden kann. Ich kann nur kurz in der Sonne bleiben. Ich ertrage die Hitze nicht. Ich bin ein Mann des Nordens. Ich würde gern mit einem Kreuzfahrtschiff nach Australien fahren. Über den Ozean. Das ist ein Traum von mir. Und ich möchte die Kängurus sehen. Wahrscheinlich sind sie dort wie meine Rentiere da draußen. Und springen überall herum. Es gibt hier keine Badewanne und keinen Strom. Und auch kein Internet. Nur den Wald, die Kälte und die Mücken.
Dieser einzigartige Ort ist Eveno Bütantai. Der beste Ort, den es gibt. Statt eines Kühlschranks habe ich einen Bach. Statt eines Ladens einen Berg. Ich habe seit Jahren kein Geld in der Hand gehalten. Und ich lebe noch. Munition und eine Schrotflinte. Das ist alles, was ich brauche. Tagsüber sieht man sie normalerweise nicht. Tagsüber verstecken sie sich im Schatten vor den Mücken. In Kuhlen. Man sieht sie nicht sofort. Jetzt, zu dieser Jahreszeit, hat ihr Fell eine dunkle Farbe, wie Steine. Als wären sie ein Stein. Man sieht sie gar nicht. Man sieht sie nur an Orten, wo es Gras gibt. An grasbewachsenen Hängen. Dort kannst du sie sehen. Nicht aber in den Felsen. Es ist ihre Tarnfarbe. Wenn er sich nicht bewegt, wirst du nicht einmal bemerken, dass da ein Bock ist. Dann gehst du einfach vorbei. Da ist die Kuhle, in die sie gegangen sind. Und da kommen sie wieder raus. Ich danke immer meinen Bergen, wenn ich Glück bei der Jagd habe. Ob es ein Bach ist, die Bäume oder die Natur selbst. Die Natur beschenkt einen guten Menschen immer mit Beute. Wenn man Bayanai, die Natur, um etwas bittet, dann gibt sie immer das, was nötig ist. Ich bitte nur um das Nötigste. Ich bin nicht profitgierig. Ich brauche nur ein wenig fürs Leben, mehr nicht. Das ist alles. Die Natur weiß, wem sie etwas geben kann und wem nicht. Sie ist lebendig. Ich war lange nicht mehr in der Stadt. Vielleicht seit 20 Jahren. Ja. 20 Jahre nicht mehr. Was sollte ich dort auch?
Ich fühle mich in der Natur aufgeweckt. Hier bin ich unter lebendigen Dingen. Ich interessiere mich für die lebendige Natur, nicht für eine tote Stadt, wo sie tote Luft atmen und totes Wasser trinken, Abgase. Alles ist schmutzig und vielleicht sogar giftig. Sie trinken Wasser, das genauso giftig ist. Vergiftet, stinkend. Es könnte sogar Chlor enthalten, wenn es in Flaschen abgefüllt ist. Da könnte alles drin sein. Dieses Wasser ist tot, weil es keine Energie hat. Keine Energie der Natur. Aber das Wasser im Bach hat Energie. Lebensspendende Energie. Auch die Luft wird mit Energie versorgt, mit guter Energie. Die Luft in den Städten ist tote Luft. Die Leute halten es dort nicht lange aus. Sie werden schneller alt. Hier wirst du lange leben. Weil das Leben in der Natur ein Leben inmitten von Lebendigem ist. Jeder Busch, jeder Weg ist dir vertraut. Auf 300 Kilometer bist du dein eigener Herr. Es ist schwer, sich auch nur vorzustellen, wie groß mein Haus ist. Hunderte von Strömen, Flüssen und Seen. Die Evenen haben das größte Zuhause. Seit ich ein Kind war, träumte ich davon, eine Weltreise zu machen. Aber mir scheint, dass mich meine Berge nicht loslassen werden.